Ich glaube, wir haben Start vom Hexensteig erreicht. Ich finde, die haben das voll süß gemacht. Weil schaut mal. Und überall so Hexen abgebildet. Echt süß gemacht. So, die Wanderung ist recht klein. Da haben wir nur 15,9 Kilometer, also 16 Kilometer. Das heißt, nur eine Tageswanderung. Weil wenn ich das richtig sehe, müssen wir da hoch. Und wie gut, dass wir morgens 8 Uhr haben und ich einen ganzen Tag Zeit habe, dass ich mir keinen Stress machen muss. Ich melde mich später. Nein, andersrum. Auf dem Hexensteig musste ich doch kurzfristig meinen Hund an die Leine nehmen. Da sie in Australien Cattle Dog ist, hat sie ein ausgeprägtes Treibverhalten, dachte ich zumindest bisher immer. Jetzt sollte man mal vielleicht meinem Hund nochmal ihre Rassebeschreibung erklären. Aber die Tiere scheinen extrem neugierig zu sein und so wie es aussieht auch alle jung. Wunderschön. Sind sofort angerannt gekommen. Rechts abbiegen, dann 1,2 Kilometer geradeaus weiter. Nach 3 Kilometer erste Pause hier am Hexenhäuschen. Sally, komm her. Mit Hexenbesen. Ja. So. Mein erster Kaffee auf dem Hexensteig. Vor allem sie braucht Ruhe. Die hat ja aktuell Schmerzmedikamente, weil sie Schmerzen hat. Deswegen muss ich ihr mehr Ruhepausen gönnen als bisher. Von daher kann ich jetzt ganz in Ruhe meinen Kaffee trinken. Hier ruhig eine halbe Stunde oder Viertelstunde oder 20 Minuten. Mal gucken. Die Natur genießen, die Ruhe genießen. Hallo Süße, du machst auch Ruhe, ne? Was ich noch gar nicht gesehen habe. Sally. Komm mal her. Komm hierher. Hier. Komm hier hin. Dann kann ich nämlich meine Wasserflasche auch auffüllen. Sally. Hier, komm, hopp. Da und jetzt. Genau. Naja, so war das jetzt nicht gedacht, aber okay. Cool. Kleiner Gimmick. Ich finde den voll toll. Die Hexe mit ihrem Hexenbesen. Da die Katze, da noch eine Hexe. Und hier siehst du, wer für die Sauberkeit und den Zustand dieser Anlage verantwortlich ist. Einfach Klappe öffnen. So, und wenn man mal dringend muss, hat man hier alles zur Verfügung. So, nächste Pause, die gönne ich mir. Ich muss meinen Stumpf nämlich trocken legen. Der Hund braucht auch Pause. Kleines süßes Hexenhäuschen. Echt goldig gemacht. Ja. Auf geht's. Oh Gott. Schnapsquelle. Ernsthaft? Birnen? Oh, Bier! Bier! Wäre mal geil gemacht, wohl. Nächste Etappe, nächste Pause, Hexenhäuschen. Das ist ja echt wunderschön, detailgetreu gemacht. Da oben noch 2 Raben oder Krähen, was das sind, diesen Raben. Gehen wir mal hier rein. Gute Nacht. Oh, wie süß. Guck mal, sehe ich jetzt erst. Fuchs und Hase sagen sich hier gute Nacht. Hat das Sprichwort nochmal eine ganz andere Bedeutung. Oh, wow. Faszinierenden Hexenkessel. Oh, wie Kräuterhexen wie mich. Hexenhut. Gucken, ob ich das aufgenommen kriege. Und da ist ein Hexenbesen. Kann ich putzen. So, liebe
So. Echt süß. Deckel hochmachen. Wasser soll. Schmeckt erst, wenn es in der Brauerei gewesen ist. Okay, jetzt kannst du hochheben. Tada! Oh, da schlägt das Frauenherz höher. Genau, damit Piccolo muss man ja erkennen. Erst Piccolo erkennen und dann noch. So, okay. Eins. Oh, geil gemacht. Mann, warum ist mein Geld im Auto? Es geht mir gerade so auf den Nerven. Jetzt ist fertig. Mehr nicht? Oh, die zwei, aber süß gemacht, echt. Das könnte ich sein bei Nacht- und Nebelaktion. Mit anderen Schuhen. Ja, ich glaube, die wurde verfolgt oder so. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit wehgetan. Da oben ist noch eine Spinne. Ob die damit was zu tun hat? Und was ist mit der da passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber, naja. Es war auch mal eine Hexe. Oh, ihr Lieben, den Hexenstein habe ich heute dann, den Hexensteig habe ich dann heute erfolgreich beendet. 16 Kilometer bergauf, bergunter, an sich schon hardcore. Ich hatte dann tatsächlich auf der Rücktour das Problem, dass meine Prothese überhitzt ist oder war. Mir voll die Pfoten dran verbrannt und das Gelenk war kurz davor, in Sicherheitsmodus zu gehen. Da habe ich dann Wasser rüber geschüttet, dann kam erstmal ganz viel Wasserdampf raus. Aber nach gut 1 Liter Wasser habe ich den so weit runtergekühlt gehabt, dass ich wieder belaufen konnte. Ja, das sind halt so die kleinen Dachsachen, wo man als Amputierter dann wirklich achten muss. Ist ärgerlich, es nervt richtig, aber was soll ich machen? Ich für meinen Teil bin froh, dass ich jetzt zum Auto bin, dass wir jetzt weiter können zum nächsten Schlafplatz. Und wie ihr seht, sie ist auch wieder da. So, der Hexensteig ist fertig. Ich bin an meinem nächsten Schlafplatz angekommen. Und was darf nicht fehlen, wenn man einen Hexensteig macht? Die Hexengalle. Die gönne ich mir gleich. Als ja, Belohnung für einen Hexensteig. Hexensteig und Hexengalle, das passt doch. Ich würde mich später melden, wenn ich euch meinen nächsten Schlafplatz vorstelle. Ihr Lieben, guten Morgen. Unser Schlafplatz? Schlafen im Stroh. Es ist sau bequem. Also ich habe deutlich besser geschlafen als im Zelt. Sie auch. Und jetzt heißt es Käffchen trinken und ab zum Schluchtensteig. Wir sehen uns dort.